So, Freunde, alle AP-Neuheiten, die besten Investments von AP und von Rolex, Apo und ich werden die Uhren knallhart vergleichen. Zudem hat ein Kunde zu mir gesagt, verzichte einmal nur für mich auf das Attacke am Anfang des Videos, damit ich weiß, du denkst an mich. Attacke. Yes. So, Apo, mein Lieber. Grüß dich. Welches Thema? Also, heute Thema, Apo hat APs dabei. Ich habe Rolex-Uhren dabei. Apo wird gleich eine AP rauslegen. Ich werde sagen, was man für das Geld an Rolex-Uhren bekäme. Und wir werden den Amir als Schiedsrichter in der Mitte haben. Der wird dann sagen, was wäre das bessere Investment, was ist das bessere Gesamtkonzept. Wir sprechen natürlich auch über aktuelle Marktlage, Prognose vielleicht auch. Das werden alles so Themen sein. Wir legen los. Ich habe hier einmal die Audemars Piguet Royal Oak als Dualtime. Coole Uhr. Super Uhr, liegt aktuell bei knapp 50.000 Euro. Ja. Was würdest du anstelle von... Also ist jetzt 39mm Modell, etwas höherer Aufbau. Da würde ich jetzt einfach mal als Vergleich dazu nehmen, eine sehr markante Uhr. Die markanteste Rolex, wenn du mich fragst, die man so eigentlich tragen kann. Eine Day-Date ist eine absolut plakative Vollgolduhr mit Baguette-Zifferblatt. Was sagst du? Ja, es ist schwer. Also Alter, die Day-Date. Ich sag dir ehrlich, ich würde dir auch den Punkt geben, weil ich finde die Uhr schon geiler. Ja. Investmenttechnisch bin ich hier. Aber investmenttechnisch kannst du da ja auch nicht. Na, aber hier bei den Stahlungen, wenn man guckt, was passiert ist in den letzten, da ist man schon so ein bisschen geneigt, sowas zu nehmen. Aber wenn du mich fragst, die Day-Date, okay, die Day-Date ist natürlich auch der Maximum Flex, muss man auch dazu sagen. Okay, eins aber die Day-Date okay, ist eine absolute Größe. Flaggschiff. Also für Handy, die Day-Date ist gegenüber. Royal Oak, 15500 in weiß. Die Uhr kommt immer wieder in unseren Videos. Ich habe oft genug gesagt, das ist eine Investition, die ich immer tätigen würde. Das ist natürlich leicht gesagt, 50.000 Euro, für, in dem Fall 60.000 Euro für eine Uhr zu bezahlen. Tendenz natürlich auch noch steigend. Du kannst ja auch mal, wir hatten ja mal einen Instagram-Post aus 2021 Anfang, den kannst du ja mal einblenden. Genau, da ging es nämlich damals darum, ob sich die Uhr mal in Richtung 100.000 entwickelt. Richtig. Ne? Damals hatten über 60% der Leute haben gesagt, niemals im Leben. Im Moment sind und 30% haben gesagt doch. Ja, also 30%, aber anscheinend ein Drittel hat ans Potenzial der Uhr geglaubt. Also ich habe jetzt hier einfach mal als konkretes Gegenstück oder als konkrete Gegenstücke das komplette Line-Up der grünen Submariner. Finde ich auch absolut phänomenal. Ich meine, du kaufst hier eine Royal Oak, ist eine geile Uhr, gar keine Frage. Megamäßig. Hast du recht. Aber du kriegst hier einmal eine grüne Submariner der ersten Serie. Das war ja quasi die erste Submariner, die damals als Jubiläumsmodell die grüne Lünette bekommen hat und ein Maxi-Dial. Dann haben wir, genau, die Frog. Dann haben wir hier beispielsweise die Hulk. Ja? Und wir haben die ganz aktuelle Starbucks. Alle diese drei Uhren kriegt man aktuell für 60.000 Euro. Schwer. Ja? Ach, schon gut. Alle drei zusammen für 60, ja. Alle drei zusammen für 60. Ja. Also so ein bisschen. Schon ein bisschen. Ein Zehner musst du da drauflegen. Ich hab gerechnet. 20, 20, 30, grob. Ja, aber die haben alle. Okay, hier kann ich natürlich alles auch verstehen, alles auf ein Pferd gesetzt. Ne? Ja. Ja, aber du hast hier, also ich meine, die grünen Submariner-Modelle oder grüne Rolex-Modelle haben sich ja extrem etabliert. Das ist ja wirklich ein absolutes Investmentfeld geworden. Mhm. Und da finde ich, sind jetzt solche Uhren zum Beispiel wie jetzt hier so eine Kermit oder Frog, die hat sich noch nicht wirklich entwickelt. Also das ist immer noch bei 15.000 Euro eine günstige Uhr. Aber Potenzial ist da. Oder? Es geht ja auch um die Verkaufbarkeit. Wir haben ja jetzt 29,9 stehen und die Uhr ist noch da. Aber wenn wir jetzt hier 69 drauf. Wir haben aber auch schon 2, 3 von denen verkauft. Doktor. Einer hat bei dir reserviert. Der war 7 Stunden bei dir. Der ist... Hallo? Hallo? Der ist nicht mehr da. Ich nehme mir halt gerne Zeit Punkt, für die Kunden. Der Punkt geht dann ab. Okay. Lässt das auch mit drin? Ja. Ja, drin, ja. Okay. So. Ist jetzt natürlich ein ganz schwieriges Thema. Handling mit Offshore. Heikel. Ist die Brick? Heißt die, nee, wie heißt die? Doch, die heißt Brick. Brick, okay. Das ist die Brick, die liegt bei knapp 79.000 Euro. Finde ich persönlich. Geile Uhr. Obwohl ich auch dazu sagen muss, die Uhr würde ich mir nicht kaufen. Boah, ich finde das so eine geile Uhr. Ich habe das jetzt nur, ne, aus dem Grund halt jetzt zum Vergleich. Also ich kann die nicht tragen, weil die halt zu... Die ist sehr, sehr schwer. Ich habe die Uhr ein paar Tage getragen. Die Uhr ist, ey, wirklich phänomenal schwer. Also du hast wirklich das Gefühl, du kriegst langsam dann so eine Schulter. Ne? Weil die Uhr wiegt einfach knapp 300 Gramm. Die Uhr ist unglaublich massiv. Die Uhr hat eine super geile Präsenz. Also mich haben unglaublich viele Leute, die hier reinkamen, positiv auf die Uhr angesprochen. Gerade weil sie auch wussten, ich liebe dieses Modell einfach. Okay, bitteschön. Dann würde ich jetzt einfach mal in dem Preisrahmen, weißt du was, ich sage einfach mal eine Daytona in Stahl. Die liegt bei 40. Dann würde ich sagen, dann kriegst du hier noch eine Rolex GMT Pepsi. Die liegt bei 25, sind wir bei 65 und dann habe ich noch 10.000 bis 15.000 Euro übrig und dann würde ich sagen, kauft ihr einfach noch eine von den schönen, beliebten
Datejust? Ja, ich muss mich da ehrlich gesagt geschlagen geben, weil da hast du einmal alles. Genau, du hast hier einmal quasi... Weißt du, was auch gerade angesagt ist. Das ja, klar. Datejust, Weißgottunette, Pepsi, Daytona. Jubel, also, waren alles und ich muss auch, ich genau. weiß auch gar nicht warum, ich habe mir keinen, ich habe mir das, ich habe das nicht übernachtet. Okay, das ist aber jetzt ein emotionales Thema. Ne? Ich würde zum Beispiel jetzt ich selber, weil ich einfach dieses Modell liebe, ich würde trotzdem nicht. Nein, Moment. Noch hat der Schiedsrichter hier nicht entschieden. Aber ich würde jetzt die nehmen, aber ich bin da sehr individuell, was diese Uhr betrifft und ich bin auch vorgeprägt. Entsprechend, wenn du jetzt einfach das beste Gesamtmodell haben willst, hast du natürlich auch hier Uhren, die jeweils für sich wieder stark sind. Du hast aber natürlich, du hast bei den Uhren ja auch einmal von Rolex die komplette. Ja, du hast die Version, die mit dem Jubiläumsband aktuell und mit dem Blatt eigentlich mit die beliebteste Version ist. Ja. Du hast die beliebteste GMT, hast auch ein Tauchergehäuse quasi mit dieser. Und du hast im Grunde genommen bei der Daytona das einzige Modell, wo du jetzt auch mal wieder das Oysterband hast, das gibt es überhaupt nicht mit dem anderen Band. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, Armin? Ja, der Punkt geht natürlich jetzt in dem Fall. Du hast aber auch drei stabile Brüder mitgebracht und eine Hör mal, das ist meiner Meinung nach, das ist auch eine mega stabile Uhr. Ich meine, das ist eine Uhr für 80.000 Euro. Also normalerweise hätte ich die drei und Henry. Ja. Okay, aber Apo war halt diesmal AP. AP, Apo. 2-1. Apo, deine nächste Uhr. Die Offshore. Offshore in Stahl. Das ist schon wieder so eine, die der Henry so liebt. Okay, warum die Uhr? Weil es für knapp 20.000 Euro immer noch ein Modell ist, was, finde ich, auch ja, schon Luft nach oben hat. Cool. Das ist wirklich eine Mega-Uhr. Weißt du, das ist Henrys Wort? Ja, also für 20.000 Euro kriegst du wirklich Qualität. Ne? Kriegst du mittlerweile hier in Starbucks. Für 20.000 Euro kriegst du eine unglaubliche Qualität. Die Uhr ist unglaublich robust, hat ein tolles Gewicht, mit dem Band auch einen schönen Gewichtsausgleich nach unten. Ja? Ich weiß, ich rede jetzt schon wieder für Apos Uhr. Aber was würde ich quasi jetzt aus diesem Rolex-Körperchen dagegen setzen? Ich würde sagen eine 1680. Und? Eine Yachtmaster. Warum die beiden Uhren? Also es geht da jetzt mehr um das Investmentpotenzial. Im Grunde genommen hast du finde halt ich hier aber besser. Die Yachtmaster hat sehr, sehr viel Nachholbedarf. Perspektivisch. Seit 20 Jahren. Ja, nein, Moment. Die hat seit 15 Jahren Nachholbedarf. Apo, ganz kurz. Perspektivisch sind das beides Uhren, die unglaublich viel Nachholbedarf haben. 100%. Wie haben die sich entwickelt in den letzten 3 Jahren? Okay, pass auf. Vintage-Uhren, diese Vintage-Sportmodelle. Du hoffst, dass die hochgehen. Moment. Die Vintage-Sportmodelle waren extrem beliebt. Vor, ich sag mal, circa 10 Jahren. Danach kamen die neuen Uhren und die Vintage-Uhren sind im Grunde genommen preislich stehen geblieben. Vintage-Uhren wurden damals nur für den westlichen Markt produziert. Vintage-Uhren wurden damals, also diese Modelle, diese Sportmodelle, wurden damals wirklich, Moment, bitte ganz kurz, wurden damals wirklich als Professional-Modelle getragen und die wurden praktisch nicht als Lifestyle-Produkte gekauft, so wie es heute ist. Mode, Lifestyle, ne, Luxusprodukt, das war noch ein anderer Markt. Bitte. Bin ich absolut bei dir? Wie haben die sich entwickelt im Vergleich zu dem? Moment! Und du kriegst hier die exklusivste Stahl-Rolex, die es so gibt. Mit einer Platin-Lünette, mit einem Platin-Blatt. Weit unter dem eigentlich korrekten Marktwert. Punkt, ich meine, Apo. Danke. Also egal, die einfach die ganze, hat die nicht gekostet vor 5, 6 Jahren 10er? 11? Aber das ist doch mein Reden. Ja. Moment, mal ganz kurz. Also ich finde, diese Uhren haben perspektivisch einen unglaublichen Nachholbedarf, da muss ich was tun. Auch die AP Offshore würde ich aktuell jedem raten zu setzen. Das aber weiß jeder, dass du Offshore-Fan bist. Aber egal, Fakt ist, ich habe die jetzt ausgepackt und die sind besser wie deine beiden Uhren. Oder nicht? Armin, danke. Ja. Da habe ich einfach mal noch was. 2-2. Einfach eine Uhr machen und dann. Ich würde sagen, die blaue, ne? 15500 Blau. Sehr gehyptes Modell. Liegt aktuell bei um die 85.000 bis 90.000 Euro. Ja, 85.000 bis 90.000 Euro, passt doch. Nehme ich eine grüne Daytona. Da sind wir jetzt aktuell bei 95.000 Euro. Warum nehme ich die Uhr? Es gibt keine Möglichkeit, in der normalen Daytona das grüne Blatt nachträglich von Rolex einsetzen zu lassen. Es gibt also immer die gleiche Menge an grünen Daytonas. Ist also eine relativ seltene Uhr. Ist eine Uhr, die sich absolut in dem Preis etabliert hat. Es ist natürlich wieder typisch, dieses kontroverse AP-Stahluhr, eher zurückhaltend, eher so eine Detail. Glaubst du, die hat noch viel Luft nach oben? Rolex, eine auffällige, brutale Uhr. Du, das kann man im Moment immer so schwer sagen. Hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, die ist mit 50, 60 gut bezahlt, wo die normale 35 kostet, jetzt kostet die ein 100er. Und mittlerweile, wo die Marktpreise sich so entwickeln, sage ich,
Das ist schon krass. Weiter. Okay, also Potenzial ist da. Aber ich sag mal ehrlich, Blau ist auch. Und die Vollgolde muss man auch tragen können. Das ist eine, aber das ist auf jeden Fall eine brutale Uhr. Also vom Tragen? Nein. Doch, Apus Ding ist sowas. Gold ist schon mega. Gold ist schon. Ich meine, das ist ja auch wirklich cool. Investment safe hier. Ja? Also, sage ich immer, werde ich auch immer bei bleiben. Investmenttechnisch 100% hier. Ich glaube, da ist auch immer noch Luft nach oben. Ich denke unentschieden, aber du packst deine schwarze AP aus. Wie? Und du packst deine Double Red aus. Ja. Das ist nämlich jetzt der springende Punkt. Das war eigentlich meine Geheimwaffe, die habe ich bisher nicht untergebracht. Gar keine Chance. Unentschieden? Ja? Gar keine Chance hat der, wenn ich die auspacke. Gar keine Chance. Moment, was kostet die Uhr? Geh mal von 50 aus. Okay. Tut sie ja nicht. 15, 500. Liegt die im Moment bei 50? 55. Liegt die bei 55? Ja. Ich habe für 50.000 Euro eine Double Red. Super Dome Glas hier, schön hoch. Das ist, sag mal, das ist die erste Sea-Dweller, die es gab. Das ist eine phänomenale Uhr. Da ist der Originalzeigersatz. Frag mal bei Instagram oder frag mal bei YouTube die Leute, was sie davon halten und was sie davon halten. Ich sag mal so. Ich bin voll bei dir. Das ist wie wenn du sagst, das ist ein alter Porsche. Das ist oder ein alter Benz SL Flügeltürer. Brutal. Ey, das ist ein verrückt. Es ist unentschieden. Und immer noch? Jetzt, es war unentschieden. Ja. Und jetzt ist die letzte Uhr. Und das soll dann einfach deine Zuschauer entscheiden. Sag mal, diese Uhr. Deine Zuschauer entscheiden, welche von den beiden. Aber Moment mal, diese Vintage-Uhren. Von Rolex. Das sagt einer, der eine Vintage-Uhr anhat. Ne? Moment, diese extremen Vintage-Uhren, Apo, das weißt du auch, die gehen schleichend, aber stetig. Immer weiter nach oben. Und das ist einfach etwas, die Uhren haben sich ja in den letzten Jahren vollkommen gesund entwickelt. Verstehst du? Wenn dann da ein Zuwachs war von 10%, 15%, 20%, aber ist das ein gesunder Zuwachs. Ganz kurz, du hast recht, aber du kämpfst gegen eine 15.500 mit schwarzem Blatt. Wenn du die Uhr jetzt ins Internet tust, ich tue beide Uhren heute. Okay, das ist ja auch ein Aspekt. Das ist ja auch ein Aspekt. Die Royal Oak ist morgen verkauft. Moment, aber du darfst eins nicht vergessen, da bin ich beim Henry. Wenn du die Uhr in einer Auktion verkaufst, das kann sein, dass die 200.000 Euro bringt. Und die Uhr hat wirklich das Potenzial. Und die Uhr hat wirklich das Potenzial, wenn du sie als Investment sehen möchtest. Ich habe auch für die Uhr geredet, eigentlich. Das war krass. Ich war kurz auf. Nein, aber das ist ja das Einzige, das ist halt so das Einzige, was du so sagst. So. Also ihr dürft entscheiden, an wen der letzte Punkt geht, der alles entscheidende Punkt. Können wir vielleicht in der Live-Schaltung da nochmal drauf zurückkommen oder im nächsten YouTube-Video. Lass uns doch ganz genau, lass uns doch mal die Umfrage. Kennst du noch bei diesen Dingen, wer ist das? 100 Leute haben wir gefragt. Ja. Familienduell. Ja, genau. Wer denn jetzt? Das ist doch das mit den Dingen. Ja, ja. Familienduell. Dann klopfen die sich. Nein, das war doch dieser Ding jetzt. Schöne Uhren haben wir. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es auch sehr, sehr interessant, weil es wirklich Uhren waren, komplett unterschiedliche Spektren an Uhren dabei waren. Ich bin ein bisschen enttäuscht, du hast leider die 43er gar nicht ausgepackt. War das jetzt okay so? Hallo? Mach doch einfach so und dann verschwinden wir einfach. Danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um 6:30 samstags nach dem Feierabend. Sehr, sehr gerne, Hammer. Nichts lieber als das. Es geht um die AP-Neuheiten. Und zwar hat AP absolut neue Uhren vorgestellt. Apo, was hältst du von den Neuheiten? Sehr schöne Uhren. Phänomenal. Sehr, sehr geile Uhren. Oh, wie das da aufgeht. Und da 50-Jahre Jubiläum. Wollte ich gerade sagen. 50-Jahre Jubiläum. Henry hat übrigens einen brutalen Fehler gemacht. Er hat gesagt, was hat er gesagt nochmal? Wir haben es ja schon mal gedreht. Ich hab, ja. Kommt das rein? Soll ich das so wie so ein Traum einblenden? Ich hab gesagt, das ist ja brutal. Ihr habt ein Glasgut. Nein, ihr habt kein Glasgut. Der Krono hatte kein Glasgut. Und ihr habt immer noch kein Glasgut. Stimmst du? Zeig es. Das ist aber, Moment. Ja, wo ist der Deckel? Ja. Hast du es aufgenommen? Ja. Nein, ich blende es ein. Das hat eingeblendet. Das kannst du später erzählen. In Ordnung. Also wir gehen jetzt einfach mal auf die neuen Uhren ein. Es gibt eine neue 15202, also eine neue Ultra Thin. 15202 heißt die, glaube ich. Los. Gibt es jetzt in Gelbgold zum Beispiel, das wird dann nach außen etwas dunkler. Gibt es in Grün, das ist ein Plastik. Das ist schon brutal. Sehr, sehr stark. Wie viel Millimeter ist die? 39. Phänomenale an der Uhr, die hat auch ein neues Werk bekommen und der Rotor hat jetzt zum 50-jährigen Jubiläum so 50 untergebracht. Guck mal, der tut so, als wenn der richtig Ding ist. Wir haben uns doch schon mal mit den Sachen auseinandergesetzt. Das stimmt. Ich meine, das ist jetzt das erste Mal, dass wir darüber sprechen. Wir stehen drauf, ne? Ja.
das ist, Henry macht selten Fehler und wenn er Fehler macht, total schade. Wird das Running Back. Ganz vorsichtig. So, es gibt ja eine neue 37mm Variante. Richtig. Genau, in wunderschönen Zifferblatt-Varianten. Ja. Mega. Also dunkelblau und es gibt die in diesem Türkis. Ja, es gibt jetzt so einen Babyblauton. Was ich ein bisschen befremdlich finde an der neuen Uhr, das AP-Zeichen ist weggefallen. Also das, siehst du? Das Logo. Genau, das Logo. Ich persönlich finde es auch nicht schön, weil normalerweise müsste das Logo entweder hier oben oder zumindest hier auf der 6. Ja. Also ich meine, im Grunde genommen... Sieht schön aus so, ich finde das schön so. Ja, so? Sehr schön. Ohne Logo? Mit dem Logo ist ohne Krone? Fände ich auch vielleicht schön. Einfach nur Rolex. Aber was bei der Uhr auch krass ist... Ich müsste die Uhr nicht mehr kaufen, wenn da keine Krone drauf ist, ey. Aber was bei der Uhr auch krass ist, der Automatikschriftzug ist entfallen. Ja. Die Symmetrie wird stärker unterbrochen, weil die 100... Also die, das Vorgängermodell, ja? Die hat ja im Grunde genommen hier noch einen Indexstrich neben dem Datum. Das Datum liegt jetzt weiter außen. Mhm. Ja, die Uhr wirkt irgendwie auch ein bisschen, ich würde fast sagen, schlanker, oder? Als das Vorgängermodell. Wenn du, da waren ein, zwei Modelle. Wir haben natürlich diese Uhren jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, muss man ja dazu sagen. Es sind ja Neuheiten, die sind gerade erst auf der... Die kommen ja gerade erst... Ja, die neuen, die Jumbos hatten wir. Die Jumbos, da haben wir drüber gesprochen. Boah, was ist das? Ultra Thin Open Work Automatik. Sehr, sehr coole Uhr, oder? Es ist natürlich leicht zu sagen, dass das eine sehr, sehr schöne Uhr ist. Ich weiß schon, was mehr oder weniger was für Preise auf uns zukommen werden, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, dass eine normale 15202 Rosé, also die normale Royal Oak in Flach bei knapp 220.000 Euro liegt. Alter, wie viele Jacken ziehst du aus? Ja, die ganze Zeit. Hörst du das? Weißt du, nachher sagen die, was ist das für ein Mikro? Investiert mal dein Mikro. Mit blauem Blatt. Es gibt ein 41er Roségold mit blauem Blatt. Ich weiß aber nicht, ob das schön aussieht, komplett blau. Weil die Totalisatoren in Rosé waren schon, war schon mega. Doch. Aber jetzt sind die Totalisatoren wieder gleich groß. Fällt mir jetzt auf, weil du mich vorhin darauf aufmerksam gemacht hast, dass ein neues Werk verbraucht ist. Das tut der Armee auch nicht. Das tut der Armee rein. Als Traum. Und die Totalisatoren waren ja vorher, oben die beiden waren ja praktisch gleich groß und unten in der Mitte war ja etwas kleiner. Rein. Ich weiß das. Unten in der Mitte war ja etwas kleiner. Und mittlerweile sind die Totalisatoren wieder gleich groß. Sorry. Und da hat mich der Apo nämlich darauf aufmerksam gemacht, weil das Datum weiter nach außen gewandert ist und ein größeres Werk praktisch verbraucht wurde. Und ein Glasboden. Und die Uhr hat einen Glasboden, aber ich habe vorhin gesagt, ihr wisst. Das sieht aber schon schön aus, ne? Ihr wisst ja, ich habe vorhin gesagt, die Uhr hat einen Metallboden. Okay. Die Uhr raus, also wenn die Uhr in meiner Hand, also ich meine, guck mal, wie die Uhr aussieht. Ist gut, ne, mit dem Oliv. Ja, okay, aber das was ist meinst du, wird die, was meinst du, wird die... Also die erste, die rauskommen wird, soll ich das mal jetzt so sagen? Ich denke, safe 300. 250 bis 300.000 Euro, meinst du, safe, ja. Boah, Listenpreis, willst du den Listenpreis finden? Ja, ich versuche das später einzublenden, weil ich kann den Monitor so schlecht finden. Ja. Also 250 bis 300.000 ist Prognose, wenn die ersten paar Stück ausgeliefert werden, ne? Wollen wir eigentlich jedes Modell jetzt zustimmen? Nö, ich würde sagen... Also wir müssen natürlich an dieser Stelle sagen, ich glaube, ich kann mich dafür nur entschuldigen, falls das Video jetzt nicht so perfekt geworden ist, weil die Woche war echt sehr viel los. Heute ist Samstag, wir haben noch nichts gegessen. Wir haben seit 45 Minuten Feierabend für die Uhr. Die Uhr ist auch mal ab. 45 Minuten Feierabend. Es tut uns wirklich wahnsinnig leid, falls das Video jetzt nicht so wow ist, wie sonst alle Videos. Naja, aber wir tun das für euch. Hinterlasst uns auf jeden Fall ein Like, einen Kommentar. Ich glaube, das, ja. So, hinterlasst uns auf jeden Fall ein Like, hinterlasst uns einen Kommentar. Geht ans Glöckchen. Wir wollten eigentlich auch auf YouTube-Kommentare eingehen, haben wir auch nicht geschafft. Ja. Das werden wir auch einführen. Henrys Freundin wartet seit knapp 48 Minuten auf einen. So, gibt euch die Hand. Apo. War eine gute Woche. War eine gute Woche, wir haben mal wieder eine Woche hinter uns gebracht. Vielen Dank fürs Zuschauen und... Bis Dienstag live, ne? Bleibt gesund. Dienstag 18 Uhr gehen wir live. Ja, dann muss auf auch jeden Fall. Ciao. In dem Thema bist du. Ich weiß nicht, du musst dir was einfallen lassen, da musst du wieder was...